bist ja nicht so unfähig wie ein Stein, der nichts mit mir kommentiert, weil er ein Stein ist. So, ich würde gleich in den Warthog steigen. Fahr einfach durch, du brauchst die Gegner ja gar nicht töten. Fahr einfach Ich will durch. aber. Egal, scheiß drauf. Ah, niemand kann mich besiegen. Ich bin unbesiegbar. Außerdem kommt um die Ecke gleich. Ich werde spoilern. Ich werde spoilern, wo ich nur kann. Um die Ecke steht gleich ein Panzer. Also in den nächsten. Blam. In der nächsten Stunde, wenn der Marvin zockt. Ansonsten in den nächsten. Da um die Ecke steht nämlich ein Panzer plus volle Magazin für den Raketenwerfer plus Sniper-Munition. Ich würde geradeaus fahren und nicht hier driften auf der Eisplatte. Driften ist cool. Driften ist in. Und ich wäre nicht ausgestiegen. Deine Mom wäre nicht ausgestiegen. Ja, Ich fail. werde jetzt Borderlands. Ja, Mom. Da würde ich. Ja, ich wollte gerade sagen, da würde ich eine Granate reinwerfen. Granaten sind geil. Hoppla. Ganz Jo, ehrlich, wo du ist hast einen mein. Granatenfetisch. So, da lag Geräusch. Das war ein Headshot. Ja, schön für Der war dich. auch jetzt so schwer, Ausflug in der weil. Entfernung. Jetzt steig ein in den Panzer. Mit dieser Dum, letzten dum, dum, Granate. dum. Der erste So, dann Panzer. rück ab mit diesem Panzer. Pam. Der Man erste sieht da und letzte unten. Panzer, den du fahren wirst. Nein, da Fahr kommt noch rechts, einer. fahr rechts, fahr rechts rum. So, dann muss ich mit Linksklick schießen wir diesen Schieß mal fetten kurz. Bam Dingen und mit F, also mit der Granatentaste, schießen wir diesen kleinen Gammelschuss da, also das Maschinengewehr, das jetzt nicht allzu viel Jo. bringt. Unter dem Fadenkreuz sieht man auch diese Punkte, die jetzt lustigerweise aufploppen. Blub, blub, blub. Die Ab zeigen. dann ist das Ding jetzt wieder geladen. Genau. Funny Fact dazu, normalerweise braucht man, um den Panzer zu fahren, zwei Piloten, also zwei Marines braucht es dazu. Der Spartan schafft es solo, weil er awesome ist. Ich meine, er ist ein Spartaner. Ja Mann, this is Sparta. Genau so stelle ich mir das vor. So muss man mal seinen Sohn nennen. Und wie heißt der Kleine? Das ist Sparta! Boah, der Witz hat so einen Wort. Aber er wird kaum schlecht. Ich nenne meinen Sohn Isaac. Cool. Du nennst deinen Sohn One-Hit-Wonder. Nein. Fahr einfach in großen Kreisen um den fetten Panzer rum. Ich will Da ihn wird kaputt nichts ballern. passieren. Ja, ich Will sage, kaputt machen. in großen Kreisen um den rumfahren. Nicht umdrehen oder anhalten. Keep moving, Mann. Sterbt alle ihr Unwürdigen. Du kannst auch seitwärts fahren, während du auf den Panzer ziehst. Das weißt du schon, oder? Ja. So ungefähr. Und nicht direkt auf ihn zufahren. Echt? Nein. Ich immer die scheiß Elite höre. Ich Wechsel. hoffe. Also. Ich hatte ein Mädchen als Gastkommentator, da musste ich halt erstmal ein bisschen Halo erklären. Oh, okay. Also, Wie? erklären. Du hast diese Pistole und mit der schießt du auf die anderen. Ich habe gesagt, da gibt's die Allianzler, die sind böse, weil die die Menschen ausrotten wollen, wegen einem paar machtgeilen Propheten. Und ja, gab's so die Blutväter, ne? Und das sind so das Ein und Alles für diese Allianztypen. Na? Au, ne? Ja, gut, du brauchst es jetzt nicht rekapitulieren. Das haben ja die Zuschauer in dem anderen Part gesehen und du bist Ja. tot. Ich steig gleich aus in den scheiß Raketenwerfer und baller das Ding, ey. Dann stirbst du auch. Nein, tu ich nicht. Was, Wettmer? Der provoziert mich. Ich gebe dir einen Tipp, vielleicht schaffst du es dann wirklich. Geh auf den Hügel hoch. Ach nee, echt? Und lag genau dann los nach, wenn du über die Klippe schaust. Jetzt wirst du sterben. Ach Quatsch. What the fuck? Ha? Na? Wer ist tot? Wer Gut, ist dass wir tot? keinen Wetteinsatz ausgemacht hatten. Ja, sonst hättest du jetzt gefailt. Ach, du wirst auch noch failen. Du wirst den Panzer gleich wieder killen müssen, weil jetzt zwei Jäger kommen und noch ein Panzer da vorne wartet. Boah, ich spoiler alles und jeden. Schieß doch. Soll ich dir mal ein bisschen Jack and Dexter 2 spoilern? Nein, halt mal. Hey komm, wir kennen beide schon Halo, aber die Zuschauer kennen Halo halt nicht. Pam. Hey, bist du einen daneben geschossen, oder? Ja. Egal, da sitzt eh keiner drin. Da sitzt einer drin, ist das? Quatsch. Der tut dir nichts. Jetzt sitzt da keiner mehr drin. Er Okay? will nur spielen. Hey, das sind hier ein Oh paar mein Jäger. Gott, Gegner. Checkpoint Done. Donut? Done. Okay. Wir haben zwei Jäger. Diese Antennen, die so lustig hier rumwippen, sehen lustig aus.
Wip, wip. Welche Antennen? Die auf dem Panzer oben drauf. Schau doch mal. Okay. Wip, wip. Ich bin gerade noch ein bisschen abwesend beschäftigt. Was hat mich gerade abgeschossen? Ich glaube, es war ein Benji. Benji. Ja, Benji ist da schon unterwegs. Wusstest du das nicht? Nein. Mensch, was weißt du überhaupt? Das ist der Richtige. Du hast nicht mal die Helmsequenz gekannt. Die was Helmsequenz? Bei dem ersten Flat-Kontakt. Ich habe mich nicht mehr daran erinnert, weil ich das Spiel das letzte Mal vor 10 Jahren gespielt hatte. Na, ausreden. 10 Jahre, 5 Jahre vielleicht. Ausreden. Oder, keine Ahnung, wann kam Halo 2? 2006. Also vor 6 Jahren habe ich das letzte Mal dieses Spiel gespielt vielleicht, wenn überhaupt. Und auch eher selten die Kampagne damals. Ja? Halo Delta kann ich dir auswendig sagen. Ja? Nur, dass du es weißt. Auswendig. Ich weiß auch, ja. Und ich weiß auch, dass es nicht zum Level gehört, in die Wand reinzufahren. Meinst du? Ja, ja. Also ich bin der Ansicht, man soll das wenigstens mal probieren. Offen für alternative Lösungswege. Ja. Wichtiger Punkt bei der Bewerbung. Ja, schade, dass die Halo-Spiele relativ linear sind. Nur Halo ODST bietet Alternativen eigentlich. Echt? Ja. Aber auch nur nicht in den wirklichen Leveln, sondern in diesen Zwischenleveln, sagen wir mal. Ist nach ein bisschen. Pseudo-Leveln. Oder du weißt ja, was ich meine. Mhm. Diese Lauf hierhin Level. Alter, also, ich hab mich mal so verfranst in dieser Billigstadt. Ich weiß euch, also hier zu snipern kann von Vorteil sein. Jupp, deswegen liegt die Sniper auch davor, vorher da. Stirb den. Ja, du hast mich vorher doch noch geschimpft wegen meinem Blinks-Let's Play, oder? Ja. Weil ich da so viel besser... Nimm doch den Panzer. Spar dir die Muni. Anders mit dem Panzer. Okay, ich schieße jetzt mal genau mit dem Panzer drauf. Das ist definitiv besser als mit der Bazooka drauf zu schießen, weil die genauso genau ist. Also, du schießt genauso daneben. Und der Panzer hat wenigstens mehr Bums und unendlich Munition. Da. Oh, Hund. Ja, was sollte ich jetzt gerade sagen? Ja, weil du mich gleich wieder mit meinem allerersten Projekt schimpfst, ja. Du hast ja eh schon eine relativ gute Quali drauf. Ja, und vor allem das Geile ist ja, ich habe im Let's Play, wenn ich das Let's Play aufnehme, kann ich besser zocken, als wenn ich normal spiele. Was schon ziemlich hart ist. Vor allem das Geile ist ja, ich habe es mittlerweile schon geschafft, in zwei Situationen noch B zu drücken, wo mich die richtige Zeitsteuerung hätte retten können, aber ich hatte sie leider nicht. Oh ja, vor allem bei der Brücke. Okay, jetzt bräuchten wir einen Rücklauf. Ah, das war schön. Ich lasse den aber mal hier liegen. Mhm. Den brauchen wir sicher gleich erst. Ja, genau. Also du weißt, warum ich meine, ich kenne mich in den Leveln nicht mehr aus. Ja, jetzt schon. Ach ja, ach, den Part habe ich heute in Hochdruck. Falls das einer meiner Abonnenten sieht, hüst. Deine Abonnenten bestehen aus dir und ein paar Kumpels. Ja, genau. Noch, es wird schon. Also falls es, keine Ahnung, falls hier irgendeiner jetzt sagt, yo man, Jump'n'Run. Solltest du 5 Projekte haben oder so, dann promote ich deinen Kanal mal. Ach, sehr schön. Dann, wer draufschauen will, ich hoffe, dass ich morgen den entsprechenden Part hochladen kann. Davon ausgehend, dass du den Part, den wir jetzt gerade aufnehmen, heute hochlädst. Der kommt am Samstag hoch. Ah, super. Also morgen. Ja. Ja, und ich wollte gerade sagen, dass ich morgen eventuell nicht zum Aufnehmen komme. Je nachdem. Und noch keine Parts für voraus aufnehmen konnte. Dann naja, post ein Bulletin für deine ganzen Freunde, weil es sowieso viel Sinn hat. Für meine 5 Abonnenten. 5 Abonnenten. Was die, von denen einer du bist. Ja. Und? Oh, das ist wieder 5 Abonnenten. Das ist wieder ein Transport-Dingsy. Die heißen Spirits. Transport-Dingsy. Spirits, bitte. Transport-Dingsy. Ja, weil ich mir jetzt den scheiß Namen von diesem verdammten Transporter merke, oder was? Ich gehe mein Handbuch suchen. Ich habe mein Handbuch gefunden. Aus der Wow. Hängen. Was war das gerade? Ich habe mich gerade selber gekillt. Erstaunlich.
So, der Halo Reach Collector's Edition rausgeben. Da! Ha, ich habe hier alles hier. Alles da. Chaos-Maus. So. Klack, offen. Klack. Hey, cool, ich habe noch ein... Cool. Was denn? Ach, ich habe gerade hier ein Bonusinhalte noch gefunden, die ich noch nicht eingelöst habe. Also jetzt Handbuch. Hoffentlich steht sie drin. Steht's nicht. T28 TC Spirit, primärer Truppentransporter, schwer gepanzert, Schaden gegenüber praktisch immun. Crew 1, also ein Pilot, Platz für bis zu 30 Passagiere und 2 Fahrzeuge. Bordwaffen, schwere Plasmakanone. Jo. Schwer. Schwer. Ja. Der Phantom, den es in diesem Spiel noch nicht gibt, der hat auch eine schwere Plasmakanone und 2 T-52 DESW. Dafür kann man den aber ziemlich leicht pwnen. Mit einem Benji. Ja, ein Phantom ist genau, da steht auch Schaden gegenüber praktisch immun. Also du kannst den Spirit abschießen. Ich weiß nicht, ob es in dem Teil wirklich schon geht. In dem Teil geht's noch nicht. Also du hast halt nicht die Möglichkeiten dazu. Mit dem Panzer weiß ich jetzt nicht, ob du wirklich die Feuerkraft dafür aufwenden kannst, dass du den zerstörst. Beziehungsweise ob die lang genug dastehen dafür. Ja, so, jetzt werde ich ihn hier ein bisschen so machen, weil da hinten ja eh Munition rumliegt. Weil so kann ich den ein bisschen ausschalten, ohne dass ich jetzt unnötig viel Risiko riskiere. Hat der Panzer eigentlich eine Lebensanzeige gerade? Der hat dann noch keine Lebensanzeige. Nicht, gell? Ja, noch in Anführungszeichen. Das heißt, der Panzer da ist unzerstörbar. Ja, der Panzer habe ich nicht. Ja, genau. So, was sollte ich noch sagen? Ja, genau. Was sagt denn hier? Also, das müssen nicht unbedingt die aktuellsten Daten, die auf das Spiel zutreffen, sein, ja? Primär gepanzertes Kampffahrzeug braucht auf heutzutage turbulenten Schlachtfeldern Unterstützung. Gut, das ist jetzt Stand Halo Reach halt. Was vorher Halo 1 spielt. Ja, stimmt eigentlich. Platz für bis zu 4 Passagiere, sieht man jetzt gerade nicht, aber da wo auf den einzelnen Kettengliedern, also der hat ja 4 einzelne Antriebsketten, kann jeweils ein Marine Platz nehmen. Das sieht ganz lustig aus. Das ist vielleicht noch interessant zu wissen. Das werden wir auch noch sehen. Hat der M512 90mm Geschütz, Glattrohr, Hochdruck und in den anderen Teilen hat er dann noch ein MG. Rohr, hat er hier auch. Hat er hier auch. Ja, aber das MG wird von den Bordschützen bedient und nicht dann von dem Piloten. Was gibt's hier noch? Ja, siehst du bei mir irgendwo einen Bordschützen? Eben, das gibt's ja erst im zweiten Teil. So, jetzt steigen die Marines ein. Das MG habe ich doch. Nein, ich meine, ein MG in den anderen Halo-Teilen sitzt da, wo jetzt quasi diese komischen Knubbel auf der Motorhaube, in Anführungszeichen, beim Panzer drauf sind. Ist normalerweise noch ein MG-Nest. Weißt du doch. Ja. Genauso wie beim Grave auch. Bam! Der hat gesessen. Da war eine Unsichtbarkeit, also wir werden jetzt sowieso aufsteigen müssen. Hat sich jetzt voll gelohnt. Ja, egal. Nimm die Unsichtbarkeit, nimm den Raketenwerfer und mach den Typen mit dem Schwert platt. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Da kommt kein Typen mit dem Schwert. Nicht? Ja. Dann eben eine andere Ultra-Elite auf jeden Fall. Doch, und wieder einer mit dem Schwert kommt. Ich habe das Level doch erst vor einer Woche gezockt. Mach sie kalt. Hab ne Granate dran. Ach, okay. C4, Alter. Schmeiß ne Granate zu dem Ding und da oben sind 2-3 Eliten, die du dann noch schön erledigen kannst. Die da zum Beispiel eine Granate. Genau. Ja, an den Fuß. Und dann noch eine. Yay. Granaten, FTV. Master Chief, we should scale the ridge and get below those stationary guns. Hattest du schon mal eine Na was? Eine... weiß schon. Schrotgun habe ich noch nicht. Ja genau, das meinte ich. Die kann man auch bisher gar nicht haben, die kommt erst an einem bestimmten Punkt im Spiel. Stimmt, gell. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Kannst du sicher sein, ich sterbe! Oh ja. Unglücklicher Zustand, hä? Meinst du? Ja, ich hab so die Vermutung. Halo Reach. Und tot. Das geilste Handbuch ever.
No. Ich weiß, die Collectors Edition, also diese, nicht diese fette 200 Euro Edition, sondern diese Höhezahl 2 Euro mehr Edition und krieg eine fette Schachtel voller Specials. Ja, Pre-Order Editions sind geil. Total. Ja man, ich habe 3 Euro mehr bezahlt und dafür ein ganzes Handbuch und den Arsch voll Secrets und, ja nicht Secrets, sondern Boni bekommen. Wohin runter? Hör noch nicht, ne? Ach ja. Was auch krass ist, gell, für Mace Effect, wenn du da alles sammeln wollen würdest, was es gibt. Download Content und Merchandise. Müsstest du über 800 Kröten hinlegen. Heilige? Es ist nur ein Spiel. Ja, komplett die Mace Effect Trilogie plus alle Download-Contents. Ach so. Ach so. Plus alle Merchandise meine ich halt. BÄM! Krass. Alle T-Tasten quasi, alle T-Tasten? Alle Plastikfigürchen. Ja, T-Tasten? Keine Ahnung, was es da alles ist. T-Tasten? Ist dann da ein Bild von einem Bordell drauf oder was? Fast zumindest. Nein. Ja, was gibt's noch? Lass mich mal kurz überlegen. Zu Halo gibt's ja auch ein riesiges Nebenprodukt. Ja, aber Teetassen! Es gibt sogar ein Anime oder Manga oder keine Ahnung, wie heißt denn das? Hä? Anime zu Halo, glaube ich. Es gibt ein Halo. Anime? Fuck nein! Das ist ein Comic, doch, Halo Legend. Ein Comic, wenn überhaupt, ne? Ja, nein, das kann man sich auf DVD kaufen, ich bin mir sicher. What the fuck? Das muss ich unbedingt mal nachher gucken, das interessiert mich. Ich schau mal nach, Halo Legend. Ich habe ja Google hier. Ich meine. Ja doch, das ist ein Zeichentrick auf jeden Fall. Ich glaube japanisch. So, wir assassinieren hier wieder alle. Weil wir so verdammt awesome sind. Ja, das gibt's auch auf Deutsch. Ich mir nachher mal. Irgendwie auf Ding anscheinend. Gibt's die deutsche Sprache nur auf Blu-ray? Nein, natürlich auch auf DVD. Da guck, kann man sich auf Blu-ray kaufen. Ich werde mir auf jeden Fall das später mal ansehen. Das interessiert mich jetzt wirklich. Ja, ich weiß doch, wo ich meine Informationen herbeziehe. Goggle? Nein, Halo Legend, das weiß ich von... Woher weiß ich Halo Legend? Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden... Ich hatte auf jeden Fall schon... Ach, was weiß denn ich? Es gibt auch einen Halo Comic. Bin mir sicher. Das ist auf dem klar. Der auf dem das Ding basiert. Oh, und ich werde gerade angerufen, Entschuldigung. Ja, ja. Wir warten jetzt mal, bis die Elite da sich um die... Oder bleibt die da stehen? Na gut, die bleibt da stehen. Dann können wir die auch ausschalten. Zack. Läuft da wie am Schnürchen, Leute. Also den Raum haben wir jetzt relativ gut im Griff. Ich glaube, wir schleichen jetzt hier noch rum, töten die restlichen jetzt so klatsch. Und dann können wir den Raum auch schon wieder verlassen. Ansonsten müssten wir uns hier wieder ewig durchkämpfen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. So, klatsch. Hey du, was geht ab? Klatsch. Vor allem der schreit da dann rum und was ist? Keine Sau interessiert's. Oh, schlaf, Grantline, schlaf. Der John hütet die Shanyishium, bla bla. Egal. Meine Sinnkünste sind heute wieder mal auf dem Tiefpunkt angelangt. Klatsch und tot. Müsst ihr nicht theoretisch noch eine Elite patrouillieren? Wundert mich jetzt gerade so. Ich meine, so viele Grunts und keine einzige, also zwei Eliten, gut, okay, aber mit ein bisschen Geduld konnte man die ja beide ziemlich easy niederknüppeln. Klatsch. Wie kann sowas nicht auffallen? Krass, kranker Scheiß. Oh. Also schleichen macht es nicht allzu viel Sinn, sobald ich das jetzt noch in der Kopf habe, aber... Oh mein Gott, es sieht chillig, es sieht cool aus. Ich meine, schleich, 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 schleich. Tot. Und wir fahren nach oben. Ich hoffe mal, unser Gast ist jetzt gerade tot, weil... Er lässt mich hier alleine. Ja.
Ja, bitte eine Antwort. Wie ging das jetzt bitte? Wie ging das jetzt bitte? Das war ja mal ein schöner Fail. Muss ich sagen, köstlich. Ruhe. Da bin ich wieder. Tut mir leid, muss gerade nur wichtiger anrufen. So. So. Ah, der war wirklich göttlich. Wurdest du geone-headed oder einfach gegen die Wand gedrückt? Oder bist du runtergefallen? Ich bin runtergefallen. Ordentlich gefällt. Ach ja, das sah gerade edel aus. Das sah gerade sehr edel aus. Sorry, wenn ich da ein bisschen schadenfroh bin, aber das sah so geil aus gerade. Als ob du durch den Boden gefallen wärst. Bin ich. Kaum bin ich weg, schon geht alles den Bach runter. Das würde ich nicht. Ich würde eine Granate werfen. Genau. Granate! Ich wollte gerade sagen, das nächste Mal würde ich eine Splittergranate nehmen, weil die schneller zündet. Könnte! Könnte! Ich hab nichts gesagt. Ruhe. Hallo? Ich bin so ein schlechter Schütze. Das ist eine böse Munitionsverschwendung fürs schöne Scharfschützen. Och, ein Freund von dir. Pam. Pam. Headshot. Hört man dieses Klicken? Ja, hört man, hör auf. Okay, dann lass ich's. Wenn ich mal bei dir Probe aufnehme, dann mache ich auch irgendwelche dummen Geräusche und ich höre meine Eieruhr. okay, gut. KI-Bug. Pam. Granate, Granate. Ja, genau. Das war die richtige Reaktion. Das ist gleich die falsche Reaktion. Sag ich. Ach, endlich aber noch eine Elite! Ja, klar! Was auch sonst? Es ist eine Granate, verdammt. In Zweifel C4. Geht doch. Nimm eine Splittergranate. Dann hast du für die goldene Elite nachher gleich eine übrig. Ja, guck, den hat schön zerlegt. Könntest du... Komm! Her! Sei ruhig, Alter. Es wäre einfach viel schneller gegangen, hättest du eine beliebige Waffe, die da rumlag, aufgenommen und ihn erschossen damit. geile Scheiße. Sei einfach ruhig. Ist zu lustig. Wie viele Views hat jetzt eigentlich dein Halo-LP? Nicht viele. Granate! Oh. Jetzt Granate. Du wirst gerade schön umzingelt. Hm? Was? Ach, nö. Ja. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon wieder auf? Schon ein bisschen. Dürfte mit dem Zeug, das ich vorher aufgenommen habe, vielleicht sogar für zwei Parts reichen. Ja, okay, gut, das wäre dann mal... Im Notfall muss ich halt ein bisschen mit der Videolänge tricksen. Ja. Sinnlose Granatenverschwendung. Müsste ich eventuell weg. Warum denn? War jetzt hier sehr kurzfristig, diese Aufnahmesession. Ja, selber schuld. Ja, selber schuld? Ich wurde so lange von dir angerufen, bis ich angenommen habe. Ja. Warum bin denn ich schuld? Schlag endlich diese Grunts nieder, das wirst du dann doch noch schaffen. Mit welcher Taste schlägst du eigentlich gerade? Rechte Maustaste. Das wäre so lustig, wenn du mal auf linke Maustaste kommen würdest. Ich schieße mit der linken Maustaste. Ja, eben. Und du hast einen Raketenwerfer in der Hand gerade. Deswegen sage ich ja, es wird zu lustig, wenn du dich mal verklicken würdest. Jetzt warten wir mal auf die beiden Eliten, die da noch kommen. Triffst du eh nicht. Mit was zoomst du dann eigentlich? Hm? Mit was zoomst du dann eigentlich, wenn rechte Maustaste schlagen ist? Mit mittlerem Mausrad? Ich würde den Raketenwerfer nachladen. Nachladen. Mittleres Mausrad. Ah, okay, gut. Klicken oder drehen? Klicken. Ach, das ist ja doof. Ach, Quatsch. Schieß, Granate. Da würde ich eine Granate werfen! Genau! Granaten for the win. Zweifel C4. Weißt du was? Pam. Jetzt linke Maustaste, linke Maustaste. Jetzt wirst du es das erste Mal geschafft. Wo ist es jetzt das erste Mal geschafft hast? Du weißt schon, was jetzt kommt, oder? Ja. Ich weiß, was jetzt kommt. Leute, jetzt könnt ihr mich eigentlich direkt abschreiben. Jetzt kommt es. Schöne Schlussworte. Wieso doppelklickst du eigentlich? Ich klicke nur. Bei mir hört sich das wie ein Doppelklick an. Ja, weil ich schnell klicke. Du doppelklickst. Ich schnell klicke schnell. Doppelklickst.
Pass mal auf. Schlag ihn nieder. Und jetzt eine Granate. Na also, du hörst ja doch auf meine Ratschläge. Das war ein Raketenwerferschuss, aber egal. Ja, und ein Raketenwerferschuss ist nichts anderes als eine mit einem hochenergetisch, keine Ahnung, wie Motor angetriebene Granate. Motor. Ja, Raketenantrieb. Ich hab meine Raketen frisiert, ey, mit dem Motor, ne? Nein. 9 Zylinder. Raketenwerfer macht nichts anderes als eine Granate mit, ja, mit Raketen zu beschleunigen. Ja, packen. Gut. Sterben. Mi, höre ich dann nur. Okay, letzte Trials, okay, und dann können wir mal Schluss machen mit der Aufnahme. Oh. Okay. Kein Ding. Du. Du wirst sowas von sterben? Schon wieder? Ja, ich weiß, Munitionsverschwendung. Sei ruhig. Ich hab gar nichts gesagt. Das war jetzt Munitionsverschwendung. Gut, okay, da muss ich da sogar recht geben. Das würde ich nicht machen, wegen der Elite. So. Du hast nämlich keine Munition mehr jetzt. Einen Schuss hast du noch im Raketenwerfer, wenn ich mich täusche. Yep, okay. Tja, gut. Bis zum nächsten Mal bei dieser unglaublich geilen Stelle. Jo. Und dann, ja, bis zur nächsten Pause. Was so? Könnte ich ja bitte sterben?